Der Fanandre ist, wenn man das Training beobachtet, es ist eine neue Identität, es federt richtig in diesem Training. Es ist wirklich ein spürbarer Wandel als vor 2 Wochen. Ja, das ist ja so. Die Stimmung ist wieder gut, wir haben Spass, die Training sind intensiver, wir sind länger auf dem Platz. Wie gesagt, die Freude ist wieder da. Die Freude hat man bereits schon können gesehen im Heimsieg gegen Lausanne. Es ist sicher noch nicht alles Gold, was glänzt. Aber es war wichtig, mal den Dreier einzupacken. Wie siehst du das? Ja, das ist ja so. Sehr wichtig sind die 3 Punkte. Und ja, wir brauchen noch Zeit. Der Trainer ist jetzt die 2. Woche da. Er hat seine Ideen wieder uns weitergegeben. Wir werden natürlich alles geben, Sonntag, an GC, dass wir die 3 Punkte teilen. Was Lausanne hinten nie gestanden ist, würde GC sehr wahrscheinlich angreifen. Was erwartest du für ein Spiel? Ja, aber GC wird sicher angreifen. Es gibt Räume für uns, für die auf der Seite und für den Stürmer. Ich denke, dann müssen wir die Nadelstiche setzen und dass wir den Zug aufs Goal suchen. Es herrscht sicher Euphorie mit dem Cup-Final-Qualifikation bei den Grasshoppers. Andererseits waren es auch 120 Minuten, die sie gehen mussten. Hat das einen entscheidenden Einfluss auf das Spiel vom Sonntag? Ich glaube nicht. Ich glaube, GC trainiert genug manchmal, dass sie auch wirklich parat sind. Und in 3 Tagen kann man sich gut erholen. Und ich glaube, die sind wirklich parat am Sonntag. Also darf der Fan da wieder mal einen Leckerbissen auf die Swissport Arena erwarten? Ich hoffe, dass es wirklich ein gutes Spiel gibt für die Zuschauer. Und wir haben natürlich, wie gesagt, alles gegeben, dass die 3 Punkte anbleiben. Wieder mal mit einem Go von Stefan Andrist. Daniel Gigax hat ja Ähnliches verhindert gegen Lausanne. Ja, ich glaube, wenn der Daniel Gigax den Ball nicht berühren würde, wäre er sicher rein. Und ich hoffe natürlich, dass es wieder mal rein geht. Wir sind zuversichtlich, dass das bereits gegen GC der Fall wird sein. Alles Gute, Stefan Andrist. Dankeschön.